Hallo Freunde, mein Name ist Christian und ihr kennt mich von iPractice. Heute stelle ich euch mal ein schönes Produkt vor, welches ich demnächst selber zu Hause verwenden werde. Dieses Video ist mit Hilfe von Pfannen Hareker entstanden, denn diese Firma war so nett und kam meiner E-Mail nach, dass ich eines ihrer Produkte testen darf. Sie haben mir dazu dieses Produkt geschickt als Muster. Erstmal vielen Dank dafür. Jetzt gucken wir uns doch erstmal an, was überhaupt in dem Karton war. Als erstes haben wir ein kleines Portfolio der Produkte. Wie der Name schon verrät, Pfannen Hareker spezialisiert sich hauptsächlich auf Pfannen, aber auch auf Dauerbackfolien, Silikonbackformen und Silikonwerkzeuge für die Küche. Anschließend haben wir hier noch einen Rezeptbogen für Muffins jetzt in dem Fall. Und natürlich die Lieferbestimmungen mit der Adresse. Ihr könnt den Link mal suchen. www.hareker.de. Doch ihr habt ja nicht eingeschalten wegen den Prospekten, sondern wegen dem Produkt. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen. Heute stelle ich euch die Dauerbackfolie vor. Hier seht ihr sie. So eine Dauerbackfolie hat natürlich großen Nutzen für küchenfreudige Menschen. Denn ihr spart euch Unmengen an Backpapier, welches ihr wegwerfen müsst. Ihr müsst die Backfolie nicht mehr beispielsweise einfetten, wenn ihr Hähnchen macht oder sonstiges. Könnt sie auch in die Spülmaschine geben und schön warm abspülen. Und ihr tut der Umwelt was Gutes. Ich sage mal, dafür ist das nicht schlecht, wenn die wirklich eine Zeit lang halten. Und ich gehe davon aus, dann passt es. Einmalig kosten 3 Stück 4,50 Euro. Diese Backfolie hält Temperaturen bis zu 240 Grad stand. Das heißt, ihr könnt sie auch in euren Grill geben im Backofen. Jeder hat ja mittlerweile im Backofen sein Grillprogramm. Auch damit wird die Folie verwendbar. Sie ist auch für mehrere hundert Male geeignet. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass man alle 10 Mal oder 15 Mal eine neue Rolle Backpapier benötigt für 1-2 Euro und das mal hochrechnet, seid ihr dann mit 4,50 für eine oder für 12 im Vorteilspack auf Dauer sogar günstiger dran. Natürlich werde ich die Folie erstmal richtig gut testen. Und dann findet ihr dazu noch ein kleines Testvideo, ob die Folie wirklich so gut ist. Ich denke aber schon, weil die anderen Produkte von denen, meine Silikonbackform, haben mich auch nicht verlassen und ich habe die jetzt 4-5 Jahre. Also ich bin damit sehr zufrieden. Okay, kommen wir ein bisschen zu den Spezifikationen. Die Breite ist 40 cm und die Höhe 33. Dies ist quasi eine Universalgröße. Falls ihr aber einen größeren Backofen haben solltet, dann könnt ihr auch zwei nebeneinander legen. Oder habt ihr einen kleineren, könnt ihr ihn ganz leicht zurechtschneiden. Das funktioniert entweder mit einem Messer oder einem Cutter. Aber seid vorsichtig dabei, ihr könntet euch verletzen. Falls ihr Fans von Pizza, Plätzchen, Fisch oder anderen schönen Sachen seid, dann würde ich sagen, gebt dieser Folie doch mal eine Chance, denn was könnt ihr schon verlieren? Ich meine, also, okay, gut, jemandem im Video zu vertrauen ist eine Sache, das kann ich durchaus verstehen, man sollte auch immer zweifeln. Aber ich habe von den Pfannen Hareker zwei Silikonbackformen. Eine blaue für den Tortenboden, die ich auch jetzt schon sehr oft verwendet habe. Ich weiß nicht, habt ihr sie schon mal in einem meiner Videos gesehen? Wenn nicht, muss ich sie euch mal demnächst zeigen. Und eine Terrakotta-rote Form, die eine Blume drauf hat, quasi so für Kindergeburtstage oder sonstiges. Beide halten extreme Temperaturen aus, kann sie in der Spülmaschine schön reinigen, habe ich schon oft gemacht. Kannst sie natürlich auch per Hand waschen, brauchst sie nicht einfetten, weil diese Beschichtung, ihr könnt richtig drüber rutschen, was wirklich sehr schön ist. Und ja, machen wir doch mal den Anti-Haft-Schicht-Test. Ich gebe ein bisschen Wasser darauf. Seht ihr das? Es bleibt zusammen. Schaut her. Schütteln ein bisschen. Okay, seht ihr, es geht nichts auseinander. Es bleibt schön da. Gehen wir mal mit dem Finger rein. Es bleibt da. Es heißt, es verteilt sich auch nicht so groß. Schauen wir mal, was passiert. Na, so muss das doch sein. Okay, schaut jetzt ein bisschen lustig aus, aber ihr wisst, was ich damit gemeint habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sobald der erste Test kommt, werde ich euch natürlich am Laufenden halten. Vielen Dank.